Die dichte und zerklüftete Wildnis Alaskas bot den perfekten Schutz für einen wilden und sadistischen Mörder. Er hatte es auf Frauen abgesehen, entführte sie, vergewaltigte sie und folterte sie. Er jagte sie wie Tiere. Für sein eigenes verdrehtes Vergnügen. In den 70ern und 80ern gingen die Menschen nach Alaska, um einen Neuanfang zu machen, sich neu zu erfinden oder für eine Weile zu verschwinden. Einige von ihnen verschwanden nicht aus freien Stücken. Ich bin Jim Kallstrom, ehemaliger Leiter des New Yorker FBI-Büros. Der Amoklauf eines Serienmörders wurde aufgedeckt, als die Leichen junger Frauen in flachen Gräbern in der Wildnis Alaskas auftauchten. Der Mörder war in dem zerklüfteten Terrain zu Hause. Aber die Jagd nach ihm begann 3000 Meilen entfernt, wo FBI-Profiler den Verstand des Verbrechers nachzeichneten. Sie war ein hoffnungsvolles Model auf der Suche nach dem Durchbruch. Sie nahm einen Job an bei einem Mann, der vorgab, Fotograf zu sein, sich aber als gnadenloser Killer entpuppte. Sie war nicht sein erstes Opfer. Und auch nicht sein letztes. Von den 70er bis Mitte der 80er Jahre wurde die Wildnis Alaskas zu einem beliebten Reiseziel, als die Menschen nach Norden strömten, um die Alaska-Pipeline zu bauen. Ein Bevölkerungsboom. Am 13. August 82 jagten zwei Polizisten, die nicht im Dienst waren, in der Nähe von Anchorage in der Wildnis Elche. Auf ihrem Weg durch die dichten Wälder stießen sie auf teilweise vergrabene menschliche Überreste. Sie ließen sie einfach liegen. Am nächsten Tag trafen die Tatorttechniker der Alaska State Troopers am Tatort ein. Verbrechen fielen hier in ihre Zuständigkeit. Neben Kleidung und einer elastischen Binde fanden die Polizisten in dem flachen Grab eine Patronenhülse des Kalibers 223. Zahnärztliche Unterlagen wiesen die Überreste als die 23-jährige Sherry Morrow aus, eine exotische Tänzerin, die ein Jahr zuvor von ihrem Freund als vermisst gemeldet worden war. Die Polizisten riefen ihn an, um ihm die Nachricht zu überbringen. Ihre Kleidung passte zu der, in der er sie als vermisst gemeldet hatte. Aber ihr Glücksbringer, der goldene Pfeilspitzenanhänger, den sie nie abnahm, war verschwunden. Morrow wurde wohl kurz nach ihrem Verschwinden ermordet, sodass der Mörder mehr als ein Jahr Zeit hatte, seine Spuren zu verwischen. Ihn zu finden wäre so gut wie unmöglich. Im Jahr nach der Entdeckung von Sherry Morrow tauchten immer mehr Frauen auf. In der Wildnis von Alaskas war das leider nichts Ungewöhnliches. Mehrmals im Jahr verirrten unerfahrene Wanderer oder Jäger und erlagen den Elementen. Aber eine wachsende Zahl von Leichen hatte eine andere Geschichte zu erzählen. Beim Bau einer neuen Straße am 2. September 1983 stieß ein Team nicht weit von der Stelle, an der Sherry Morrow gefunden worden war, auf menschliche Skelettreste.
Die Knochen lagen offensichtlich schon seit einiger Zeit hier. Doch bis vor kurzem war dieses Gebiet des Kinnick River so abgelegen, dass es nur per Boot oder Flugzeug erreicht werden konnte. Die Leiche wurde als die 17-jährige Paula Goulding identifiziert, eine arbeitslose Sekretärin, die von Hawaii nach Alaska gezogen war. Sie war seit 5 Monaten vermisst worden. Wie Sherry Morrow hatte sie einen Job als exotische Tänzerin angenommen, um über die Runden zu kommen. Und wie bei Sherry Morrow wurde am Fundort eine Patrone des Kalibers 223 gefunden. Für den Alaska State Trooper Wayne van Clausen war die Verbindung erschreckend. Das war der Zeitpunkt, an dem es für alle unheimlich wurde, denn das Profil war das gleiche. Es waren Tänzerinnen aus den Clubs in der Innenstadt. Aber das war der Zeitpunkt, an dem man glaubte, dass es sich um einen Serienmörder handelte. Es waren 2 Leichen gefunden worden. Nun glaubten die Polizisten, dass es mehr gab. Sie begannen, die Vermisstenanzeigen zu überprüfen. Viele der als vermisst gemeldeten Personen waren Tänzerinnen. Aber in Alaska war ihr Verschwinden nicht ungewöhnlich. Vermisste Personen hatten gesetzlich gesehen eine relativ geringe Priorität. Wenn man erwachsen ist, hat man das Recht, vermisst zu werden. Und es gab viele Fälle, in denen diese Mädchen einfach in ein Flugzeug sprangen und verschwanden. Zwischen 80 und 83 waren 12 Frauen als vermisst gemeldet worden. Das war nur ein Bruchteil der nicht gemeldeten Fälle. Die Polizisten fragten sich nun, wie viele der vermissten Frauen Opfer des Mörders waren. Das wäre schwer zu ermitteln. Die Alaska State Troopers schickten die Beweise vom Tatort von Sherry Morrow und Paula Goulding zur Analyse an das FBI-Labor in Washington, D.C. Dort wurde getestet, ob die 2 Patronenhülsen von der gleichen Waffe stammten. Die Polizisten erhofften sich von den Ergebnissen Beweise dafür, dass beide Morde von derselben Person begangen wurden. Die Laborergebnisse waren schlüssig. Beide Frauen wurden mit demselben Hochleistungsgewehr getötet. Es gab kaum Zweifel, dass die Polizisten in Alaska es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Während sie in der Wildnis nach ihm fahndeten, hatte die Polizei von Anchorage mit eigenen Problemen zu kämpfen. Jede Stadt hat ihre dunklen Seiten, Anchorage ist nicht anders. Nur, dass in Alaska die Nächte länger und dunkler sind. In den 70er und 80er Jahren war Anchorage eine Grenzstadt. Männer kamen, um hart zu arbeiten, und Frauen, um ihre Einsamkeit zu lindern. Einige Frauen gingen in die Stripclubs, um schnelles Geld zu verdienen. Andere suchten nach respektableren Möglichkeiten und arbeiteten in den Clubs, bis sich etwas Besseres ergab. Für viele war das nicht der Fall. Und auf den Straßen der Stadt trieb sich ein Stalker herum. Er wählte sorgfältig aus. Seine Opfer wurden kaum vermisst. Denn in einer Stadt, die größtenteils aus Fremden besteht, ist es schwierig, vermisst zu werden. Einige der verschwundenen Frauen aus Anchorage tauchten wieder auf. Einige tauchten überhaupt nicht mehr auf. Aber das war nicht das einzige Verbrechen, das gemeldet wurde. Am frühen Morgen des 13. Juni 1983 rannte Cindy Paulson einen Highway in Anchorage hinunter. Sie war nur teilweise bekleidet und trug Handschellen. Es gelang ihr, einen vorbeifahrenden Wagen anzuhalten. Sie rannte um ihr Leben. Der Autofahrer setzte sie an ihrem Motel-Apartment ab. Der Empfangschef hatte die Polizei angerufen. Ein Beamter nahm ihr die Handschellen ab und beruhigte sie. Greg Baker, Polizeibeamter in Anchorage, erinnert sich an den Vorfall. Sie trug Handschellen und hatte nur wenig Kleidung an. Sie war sehr glaubwürdig, sie war sehr verängstigt, aber erzählte uns ihre Geschichte.
Paulson, eine Prostituierte, erzählte Baker, dass sie jemanden gefunden hatte. Sie beschrieb ihn als drahtig, ungepflegt, etwa 1,80 groß, mit Brille und einem Stottern. Er war nicht die Art von Person, die bedrohlich wirkt. Doch kaum war sie in sein Auto gestiegen, legte er ihr Handschellen an und hielt ihr einen Revolver an den Kopf. Sie fuhren in eine respektable Wohngegend. Er zog sie in sein Haus. Das Haus war sehr gepflegt und voller Jagdtrophäen. Er hatte eine Kette von der Decke seines Arbeitszimmers hängen. Er kettete sie an und zog sie aus. Und dort wurde sie stundenlang gefoltert und vergewaltigt. Dann schlief er und ließ sie dort zurück. Aber er war noch nicht fertig. Er sagte, er wolle sie in seine Hütte in der Wildnis bringen. Er sagte, wenn sie versuchen würde, jemanden auf sich aufmerksam zu machen, würde er sie töten. Er sagte ihr, er habe bereits ein Alibi. Seine Freunde waren bereit, für ihn zu lügen. Niemand würde ihr glauben. Sie kamen an den Flughafen. Sie konnte sehen, wie er eine Waffe in ein kleines Flugzeug lud. Sie sah auch ihre Chance zu entkommen, ihre einzige Chance, ihr Leben zu retten. Die Geschichte klang ungeheuerlich, aber ihr aufrichtiges Entsetzen zwang Officer Baker, der Sache nachzugehen. Ich hatte eine kluge Frau, die zu Tode verängstigt war und erzählte, dass sie mit vorgehaltener Waffe entführt worden war. Er hielt die Gefangene an einem bestimmten Ort fest. Sie beschrieb, wo er sich befand. Sie wusste also, wo es war. Sie beschrieb das Innere des Ortes. Sie beschrieb eine Höhle bis hin zu verschiedenen Tieren, die an der Wand befestigt waren. Auf dem Weg zum Krankenhaus bestand Paulson darauf, am Flughafen der Polizei das Flugzeug zu zeigen, das sie zuvor gesehen hatte. Sie identifizierte es eindeutig. Vor Ort stoppte uns ein Sicherheitsbeamter. Er beschrieb das Auto genauso, wie Cindy es tat. Und er gab uns sogar ein Kennzeichen. Dieses Nummernschild bestätigte die Adresse oder zumindest die Gegend, die Cindy uns als Standort des Hauses genannt hatte. Die Polizei fuhr zu der Adresse, um mit dem Besitzer zu sprechen. Sie kamen dort an, kurz bevor er auftauchte. Er fuhr das von Cindy Paulson beschriebene Fahrzeug. Bis jetzt stimmte alles, was Paulson sagte. Aber der Verdächtige hatte seine eigene Geschichte. Laut den Fahrzeugpapieren gehörte das Auto, in dem Cindy Paulson entführt wurde, Robert Hansen, einem Bäcker in Anchorage. Hansen, auf den die Beschreibung passte, die Paulson beschrieben hatte, beantwortete ruhig Fragen. Er sagte, er sei von 5 bis 11.30 Uhr im Haus eines Freundes gewesen, um einen Sitz für sein Flugzeug zu reparieren. Danach ging er zum Haus eines anderen Freundes und blieb dort bis etwa 5.30 Uhr am Morgen. Dann fuhr er zum Flughafen und baute den Sitz ein. Hansen gab der Polizei sein Einverständnis zur Durchsuchung. Auch sein Haus war genau so, wie Paulson es beschrieben hatte. Das bewies, dass sie in dem Haus war, aber nicht, dass Hansen sie dort gequält hatte. Dafür konnten sie keine Beweise finden. Sie bemerkten jedoch eine lose Wandverkleidung. Dahinter fanden sie eine Sammlung von Waffen. Aber das war nicht überraschend. Hansen war ein begeisterter Jäger.
Sie fanden einen Revolver, aber er passte nicht zu dem, den Paulson beschrieben hatte. Die Waffe, die Kette und die Decke, in die sie eingewickelt war, waren nirgends. Hansons Auto schien ebenso sauber zu sein. Die Polizei fand in seinem Auto nichts, was zu Paulsons Geschichte passte. Diese Alibis wurden bestätigt. Und Mr. Hansen wurde nach einer Hausdurchsuchung entlassen. Paulson, immer noch erschüttert, war in der Lage, Hansons Foto bei einer Gegenüberstellung auszuwählen. Die Möglichkeit auf einen Lügendetektortest lehnte sie ab. Aufgrund ihres Berufs hatte sie ein Misstrauen gegenüber der Polizei und die Polizei ein Misstrauen gegenüber ihr. Sie hatte das Gefühl, nie ernst genommen zu werden. Bald darauf verließ sie die Stadt, um den Albtraum hinter sich zu lassen. Die Behörden in Anchorage waren bereit, die Sache fallen zu lassen. Ich habe es herausgefunden, weil sich die Alibis bestätigt haben und weil sie ein Problem mit Cindy Paulsons Auftauchen und Verschwinden hatten. Ihr Lebensstil war zudem nicht integer. Der Fall wurde eingestellt von der Anchorage-Polizei. Die Polizei hatte keine Beweise für eine Verbindung zwischen ihr und Robert Hansen. Aber für Officer Greg Baker war der Fall noch nicht vorbei. Er war einer der Beamten, die Paulsons Geschichte glaubten und nicht locker ließ. Das Raubtier, das durch die Straßen von Anchorage streifte, war immer noch da draußen, frei, um weitere Opfer zu fordern. Robert Hansen, der Verdächtige bei der Entführung und Vergewaltigung von Cindy Paulson, war aus Mangel an Beweisen freigelassen worden. Officer Baker war immer noch neugierig. In letzter Zeit hatte die Polizei von Anchorage mit einer Vielzahl von vermissten Meldungen zu kämpfen. Prostituierte wie Paulson oder exotische Tänzerinnen oder Frauen, die allein unterwegs waren. Paulsons Behauptung, dass sie in ein Flugzeug gesetzt werden sollte, bestärkte ihn in seinem Verdacht gegenüber Hansen. Er hatte sie zum Flughafen gebracht, wo er sie ausfliegen wollte. Mit der Geschichte, dass er sie zurückbringen und gehen lassen würde, wenn sie weiterhin so hilfsbereit wäre. Cindy war klug genug, um zu wissen, dass es ein One-Way-Trip war. Ich zählte 2 und 2 zusammen und kam zu dem Schluss, dass er ein sehr guter Verdächtiger für die vermissten Tänzerinnen war. Bakers Vorgesetzter hatte die Ermittlungen gegen Robert Hansen eingestellt. Aber Baker konnte es nicht lassen. Cindy Paulsons albtraumhafte Geschichte enthielt zu viele Details, als dass sie nicht auf einer Grundlage beruhen konnte. Aber niemand außer Baker wollte ihr zuhören. Er setzte seine Ermittlungen fort. Oberflächlich betrachtet fand Baker in Hansons Akte nichts, was Verdacht erregt hätte. Er war 16 Jahre zuvor von Iowa nach Anchorage gezogen und hatte eine Bäckerei eröffnet. Er war erfolgreich. Er hatte eine Frau und Kinder. Und abgesehen von seinem Stottern passte er perfekt ins Bild. Wenn er nicht in der Küche stand, genoss Hansen das Fliegen mit seinem Kleinflugzeug, eine Piper Super Cub. Als er wieder auf dem Boden war, zog es ihn in die Wälder. Er war ein solider Bürger, er passte einfach nicht in das Schema eines Serienmörders. Es gab viele andere, die sich in Alaska besser für diese Rolle eigneten. Sie hatten keine Geschäfte, sie hatten keine Familien. Hanson schon. Er hatte alles zu verlieren. Frank Rothschild war ein Staatsanwalt, der am Paulson-Fall beteiligt war. Bob der Bäcker. Die Polizei ging ständig in seinen Laden. Es war ein sehr beliebter Ort. Er hatte eine Bäckerei. Die Leute kannten ihn. Er war freundlich. Er war einfach ein hart arbeitender Mann. In Unkenntnis der lokalen Ermittlungen von Officer Baker in Anchorage versuchten die Polizisten immer noch, ihren Serienmörder zu finden. Immer wieder wurden in der Wildnis Alaskas Leichen ausgegraben. Die Polizisten gründeten eine Taskforce, um Ähnlichkeiten zwischen den Frauen und den Mordopfern zu untersuchen. Sie hofften, einen gemeinsamen Nenner und einen Verdächtigen zu finden.
Bis die Behörden mehr wussten, taten sie ihr Bestes, um Tänzerinnen und Prostituierte aufzuklären. Zum ersten Mal standen Polizei und Prostituierte auf der gleichen Seite. Rothschild zufolge war das Ziel der Schutz. Nachforschungen ergaben, dass Hansons kriminelle Vergangenheit umfangreich war. 12 Jahre zuvor, 1971, wurde er zweimal wegen Entführung, Vergewaltigung und Angriffe mit tödlichen Waffe verhaftet. Es gab eine starke Ähnlichkeit mit dem Fall von Cindy Paulson. Baker konnte diese Informationen nicht weitergeben. Der Fall Paulson war offiziell eingestellt und Baker widersetzte sich der Autorität. Das ließ ihm keine andere Wahl. Zu dieser Zeit sammelte ich alle Berichte und Hintergrundinformationen, die ich über Herrn Hansen finden konnte, und übergab sie den Polizisten. Als die Polizisten die Akte von Officer Baker erhielten, waren sie optimistisch. Paulsons Aussage, zusammen mit Hansons Polizeiakte aus Anchorage, machte ihn zu einem Hauptverdächtigen in diesem Fall. Die Ermittlungen der Polizisten überschnitten sich mit denen von Baker. Sie hatten es beide mit demselben Wahnsinnigen zu tun. Robert Hanson war ihr Hauptverdächtiger. Ich glaube, alle haben ihn sehr ernst genommen, weil er ein guter Verdächtiger war. Er hatte eine ziemlich umfangreiche kriminelle Vergangenheit, einschließlich einiger sexueller Übergriffe. Das einzige Problem waren die Beweise. Obwohl Hansen ein Sexualstraftäter war, deutete seine Akte nicht darauf hin, dass er zu einem Mord fähig war. Auch gab es keine direkte Verbindung zwischen ihm und Sherry Morrow, Paula Goulding und den anderen vermissten Frauen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Polizisten nicht genug für eine Durchsuchung. Sie wussten nur, dass 3 Frauen tot waren und 12 vermisst wurden. Dort draußen lauerte ein Serienmörder. Die Polizisten mussten ihn fangen, bevor er wieder tötete. Sie brauchten Hilfe. Wir wussten, we knew we had a mass murder on our hands. That was not something Alaska had any experience with. Somebody obviously knew that the FBI not only had experience with it, but had set out this unit that was designed specifically to try to assist in discovering who these people were. Um einen Mörder in ihrem eigenen Hinterhof zu fangen, riefen die Polizisten Hilfe aus über 3000 Meilen Entfernung an. Nur das FBI verfügte über die nötigen Mittel, um in den Kopf eines Mörders einzudringen. Als die Polizisten aus Alaska feststellten, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten, hatten sie nicht das Fachwissen, ihn aufzuhalten. Aber sie wussten, wer es konnte. In Quantico, Virginia, befindet sich die Ermittlungseinheit des FBI. Hier versuchen die Agenten, Verhaltensmuster vorherzusagen, indem sie die Handlungen eines Verbrechers analysieren. Der pensionierte FBI-Agent John Douglas hat bei der Erstellung von Verhaltensprofilen Pionierarbeit geleistet. Seine Profile basieren auf 25 Jahren Befragung verurteilter Mörder. Er hat gelernt, dass Serienmörder ihre Fantasien von Kontrolle und Eroberung ausleben. Während Douglas langsam ihr Vertrauen gewinnt, nimmt er sie mit an den Ort ihres Verbrechens. Wenn du sie endlich zum Reden bringst, starren sie dich mit diesem Blick an. Sie sind wieder da. Sie sind zurück. Vor 10 Jahren. Vor 20 Jahren. Sie begehen das Verbrechen. Und man begegnet sozusagen diesem Blick. Und die Erinnerung ist so präzise. Die Fantasie ist das, was sie immer wieder antreibt und ihnen das Überleben ermöglicht, wenn sie inhaftiert sind. Also muss ich das anzapfen. Das braucht Zeit. Aber wenn ich drin bin, bekomme ich alle Informationen. Aus diesen Gesprächen ergab sich eine Checkliste von Merkmalen und Gewohnheiten, die Serienmörder gemeinsam haben. Sie beginnen in jungen Jahren mit Verbrechen wie Brandstiftung und Tierquälerei. Dann steigert sich ihre Gewalttätigkeit. Die Profiler bringen in jeden neuen Fall das Wissen ein, wie sich Mörder entwickeln. Um den Kriminellen zu verstehen, muss man sich das Verbrechen ansehen. Man muss sehen, ob man durch Polizeiberichte, Tatortfotos, das Profil des Opfers und der Autopsie eine Analyse erstellen kann. Aus dem Profil des Opfers, dem Autopsieprotokoll, der Überprüfung dessen, der Überprüfung der Fotos, einer Analyse,
des Gesamtverbrechens, die Risikostufe, die das Subjekt einnahm, die Risikostufe des Opfers, Analyse des Tatorts, der verschiedenen Tatorte. Und auf dieser Grundlage versuchen wir, ein bestimmtes Profil zu erstellen. Durch die Untersuchung aller Aspekte eines ungelösten Verbrechens kann ein Profiler spezifische Merkmale des Mörders feststellen, wie Alter, Beruf und körperliche Merkmale. Die Polizisten wandten sich an das FBI, um zu erfahren, ob das FBI eine Analyse des Mörders aus Anchorage erstellen könnte. Sie hoffen, dass das Profil die Ermittlungen schärfen und übersehene Hinweise ans Licht bringen würde. Die Polizisten gaben dem FBI die Informationen, die sie für die Erstellung benötigten. Für ein akribisches, genaues Profil brauchten sie nur Fakten von den Polizisten, keine Analysen oder Theorien. Wayne Van Klosk wollte keine Zeit verlieren. Die Informationen, die er von Officer Baker erhalten hatte, erweckten seinen Verdacht gegen Robert Hansen, aber er brauchte mehr Informationen. Das Strafregister wurde gerade erst auf Computer umgestellt und er hatte in Anchorage keinen Zugriff auf alle Daten. Während das Profil erstellt wurde, fuhr er nach Juneau, um Hansens Unterlagen aus den Archiven des obersten Gerichtshofs zu holen. Van Klosk recherchierte in jeder Stadt, in der Hansen jemals gelebt hatte. Er fand Berichte über Hansen bis ins Jahr 61 zurück. Er sammelte alles, was er tragen konnte, schickte den Rest per Truck und ging nach Hause. Während er in Juneau war, hatte das FBI ein Täterprofil des Serienmörders erstellt. Die Tatsache, dass der Mörder so produktiv war, bedeutete für Douglas, dass er in der Gemeinde unbemerkt arbeiten konnte. Jemand, der unabhängig arbeitet, wahrscheinlich ein Geschäftsinhaber. Der Mörder muss ein Naturliebhaber sein, da die Leichen in abgelegenen Gebieten gefunden wurden. Da er Prostituierte tötete, schloss Douglas, dass der Mörder Schwierigkeiten mit Frauen hatte, ein geringes Selbstwertgefühl und das Gefühl, ein Außenseiter zu sein. Auf der Grundlage von Mördern mit ähnlichen Profilen lieferte Douglas ein spezifisches Merkmal, um die Ursache der Unzulänglichkeit zu erklären. Ein Merkmal, das eine unheimliche Ähnlichkeit mit Robert Hansen aufwies. Das, was uns alle umgehauen hat, ist, dass sie sagten, er sei entweder ein Stotterer oder jemand, der lispelt. Ein Sprachfehler. Wie kann man das verstehen? Aber das war eines der Dinge, die sie angedeutet haben, die sich zeigen könnten. Das FBI-Profil wies auf Robert Hansen hin, aber die Tiefe von Douglas' Erkenntnis sollte sich bald zeigen. Nach Van Klossens Rückkehr studierten die Polizisten die Akten. Aus den Unterlagen ging hervor, dass Hansen 3 Jahre in einer Erziehungsanstalt verbrachte, weil er die Busgarage seiner Highschool in Brand gesetzt hatte. Aufgrund ihrer Arbeit mit früheren Mördern sagten die FBI-Profiler, dass der Mörder eine Vorgeschichte mit Brandstiftung haben würde. Das Profil zeichnete den Mörder als sozialen Außenseiter. Hansens psychiatrische Gutachten aus seiner Zeit in der Erziehungsanstalt bestätigten dies. Sein Stottern war eine soziale Barriere, die sein Selbstvertrauen untergrub. Wann immer er versuchte, sich zu behaupten, bekam er eine Ohrfeige. Er hat diesen Schlag nie vergessen. Das Profil besagte, dass der Mörder lernen würde, normal zu funktionieren, während seine Perversion in seinem Inneren verfaulte. Aus seiner Akte geht hervor, dass Hansen begann, in einer Bäckerei zu arbeiten. Er prahlte vor seinen Kollegen mit seiner Kleptomanie und dem Gefühl der Macht, das sie ihm gab. Er prahlte auch mit seiner Liebe zur Jagd. Es machte ihm großen Spaß, Macht über seine Beute auszuüben, sich heranzupirschen, dann verwunden. Und er wurde gut im Töten, er gewann Auszeichnungen. Im Jahr 67 zog er nach Alaska, um ein neues Leben zu beginnen und um besser zu jagen.
Drei Jahre nach seinem Umzug wurde er wegen versuchten Vergewaltigung einer Empfangsdame mit Waffe verhaftet. Er plädierte auf unschuldig bei diesem Angriff. Einen Monat später wurde er wegen versuchter Vergewaltigung einer Frau angeklagt, der er nach Hause gefolgt war. Sobald der Mann nach Alaska kam, war er in Diebstahlsfälle verwickelt. Er war an Entführungen beteiligt. Er hatte psychiatrische Gutachten, die zeigten, dass er wirklich labil war und alle Arten von seltsamen sexuellen Fantasien und den Rest hatte. Laut Profil war Hansen ein respektabler Bürger, obwohl die Gerichte nachsichtig waren. Er behauptete, Gedächtnislücken zu haben und wurde zu 5 Jahre in psychiatrische Behandlung und in ein Arbeitsentlassungsprogramm eingewiesen. Er entführte eines seiner ersten Opfer vor einem Café, brachte sie in eine Hütte in der Wildnis und vergewaltigte sie mit vorgehaltener Waffe. Sie war 17. Er sagte mir natürlich, wenn ich die Polizei rufen würde, würde er mich jagen und töten. Er sagte mir, er sei ein guter, hervorragender Geschäftsmann. Er hatte zu keinem Zeitpunkt während der Vergewaltigung erwähnt, dass er verheiratet war, aber er sagte, er sei ein guter, hervorragender Geschäftsmann und dass ich nur ein Kind sei und mir niemand glauben würde. Und er hatte recht. Alles, was der Profiler über den Serienmörder sagte, passte auf den Verdächtigen Robert Hansen. Ein wirklich gefährlicher Mann, der als unauffälliges Gesicht in der Menge auftauchte. Während sich die Polizisten auf Hansen konzentrierten, suchten sie nach weiteren Opfern in der Gegend, wo 3 Leichen gefunden worden waren. Sie vermuteten, dass die noch vermissten Tänzerinnen in der Nähe der anderen Gräber begraben worden sein könnten. Doch die Polizisten fanden nichts. Das Gebiet war zu groß und zu abgelegen, um es vollständig abzudecken. Trotz des überzeugenden FBI-Profils und der früheren Polizeiakten fehlte den Polizisten etwas, um Hansen mit den Morden in Verbindung zu bringen. Seine Polizeiakten waren zu veraltet, die Indizien zu dürftig, um vor Gericht Bestand zu haben. Die Ermittler hofften, dass Cindy Paulson ihnen helfen könnte. Sie war das einzige überlebende Opfer von Hansens Gewalt. Vielleicht konnte sie sich noch an etwas anderes erinnern. Paulson machte eine weitere Aussage. Diesmal konnte sie eine der Waffen identifizieren, die Hansen in seinem Besitz hatte. Abgesehen von Paulson war Hansen seit 10 Jahren nicht in eine Vergewaltigung oder Entführung verwickelt. In der Hoffnung, ihren Fall zu untermauern und ein Verhaltensmuster zu erkennen, suchten die Ermittler nach einem anderen Opfer von Hansen mit ähnlichen Erfahrungen wie Paulson. Obwohl dieses frühere Opfer nicht mehr in der Gegend lebte, machten die Polizisten sie ausfindig und baten sie um ihre Hilfe. Ich hatte einen Anruf aus Alaska erhalten, in dem man mich fragte, ob ich vielleicht bei einer Verurteilung von Herrn Hansen helfen wolle. Sie hatten mir erklärt, dass er ihres Wissens nach 7 Frauen getötet hatte. Und sie erklärten mir, dass die letzte Frau sich befreit hatte. Sie erklärte sich bereit, auszusagen. Aber die Polizisten hatten immer noch sehr wenig. Die Polizisten waren sich sicher mit ihrer Spur. Sie hatten jedoch nicht genug Beweise gegen Hansen. Laut Greg Baker aus Anchorage wusste Hansen, dass die Behörden auf der richtigen Spur waren. Eines Morgens fuhr ich vorbei und holte mir ein paar Donuts für die Schicht. Mr. Hansen war da. Und er hatte ein Fenster, in dem er stand und Torten, Muffins und Kekse verzierte. Und ich erinnere mich, dass ich ihn beobachtet habe. Er sah immer wieder zu mir und er war nervös. Er schmierte ständig Zuckerguss auf seinen Daumen. Das gefiel mir. Obwohl die Ermittler Hansen im Visier hatten, fehlten die Beweise, um ihn direkt mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Aber weil Hansen so gut in das Profil passte, flog Douglas nach Alaska, um den Fall zu überprüfen und die Polizisten und Staatsanwalt Rothschild zu informieren, wie sie verfahren sollten.
Douglas war sich sicher, dass Hansen ihr Serienmörder war. Der Jäger war nun der Gejagte. Der Auftrag lautete also, eine Analyse für sie zu erstellen. Ist er in der Lage, ein solches Verbrechen zu begehen? Und die Antwort war ja. Ich glaube der Prostituierten und ich glaube, dass er fähig ist, diese Verbrechen zu begehen. Douglas' Idee war es, Hansen zum Verhör vorzuladen und gleichzeitig sein Haus zu durchsuchen. Um einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten, mussten die Ermittler Gegenstände auflisten, die sich im Haus befanden. Sie kannten die Waffe, die Paulson beschrieb, und mit der die Kugeln abgefeuert wurden, die in den Gräbern von Sherry Morrow und Paula Goulding gefunden wurden. Das reichte nicht aus. Sie brauchten einen Volltreffer. Etwas, das Hansens Schuld zweifelsfrei beweisen würde. Sie fragten Douglas, ob es noch etwas anderes gäbe. Ja, einige der Forschungsergebnisse besagen, dass wir es hier mit einem Serienmörder zu tun haben. Und Serienmörder sind anfangs eine Fantasie. Und eines der Dinge, um die Fantasie nach dem Verbrechen aufrechtzuerhalten, ist, weil sie nachts auf der Jagd nach Opfern sind, dass sie irgendeine Art von Andenken mitnehmen, Souvenirs oder Trophäen, etwas von den Opfern. Douglas half den Staatsanwälten beim Verfassen der Erklärung auf der Grundlage der erwähnten Erinnerungsstücke. Von einem Schmuckstück des Opfers bis hin zu einem Führerschein war alles dabei. Aber ein Profil war in den USA noch nie als Basis für eine Durchsuchung verwendet worden. Rothschild wusste, dass er mehr Informationen benötigte. Offensichtlich wollte die Staatsanwaltschaft, dass dieser Durchsuchungsbefehl kugelsicher ist. Sie wollten, dass er absolut fehlerfrei ist, ohne Fehler. Weil sie wussten, dass dies ein großer, großer Fall war. Das Letzte, was sie wollten, war, dass etwas mit dem Durchsuchungsbefehl nicht stimmt und alle Beweise verworfen werden. Die eidesstattliche Erklärung wuchs auf 48 Seiten an. Der Richter erließ 8 Durchsuchungsbefehle für Hansens Eigentum. Jetzt brauchten sie nur noch Hansen. Sie kannten sein Muster und seinen Plan. Am 23. Oktober 1983 holten sie ihn in seiner Bäckerei ab. Aber Hansen war nicht da. Er hatte sich verspätet und die Polizisten unwissentlich 20 angespannte Minuten warten lassen. Als er zum Verhör gebeten wurde, leistete er keinen Widerstand. Der Vernehmungsraum war für ihn vorbereitet. Ziel war es, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, in der Hoffnung, ihm ein Geständnis zu entlocken. Douglas half den Polizisten, den Verhörraum so zu gestalten, dass er die größte psychologische Wirkung erzielte. Überall lagen Fotos vom Tatort und ähnliche Materialien herum, die Hansen vor seiner Befragung betrachten konnte. Zum vereinbarten Zeitpunkt trafen die Polizisten ein und das Psychospiel begann. Das FBI unterwies Rothschild darin, wie man es spielt. His game plan was to kind of find out what we knew and play off of that. And my game plan, of course, is to find out what he knew. Während Rothschild versuchte, dass Hansen sich öffnet, stellten die Polizisten die Durchsuchungsbefehle aus. Hansens Frau war zu Hause. Die Polizisten waren besonders vorsichtig und zeichneten die gesamte Prozedur auf Video auf. Was sie suchten, konnte überall sein, sogar frei rumliegend. Hansen wusste, dass die Polizisten seine polizeiliche und psychologische Akte kannten. Er erzählte den Behörden nichts, was sie nicht schon wussten. Er erzählte von seiner schmerzhaften Erziehung, seiner strengen Familie und seiner Wut. Er gab zu, in den frühen 70ern Tänzerinnen und Prostituierte aufgerissen zu haben und wie wütend er wurde, als diese versuchten, ihre Preise zu erhöhen.
aber er bestritt, eine von ihnen bedroht zu haben. Er gab nichts zu. Während Hansen seine Geschichte erzählte und sein Haus auf den Kopf gestellt wurde, fuhren andere Polizisten zu seiner Bäckerei und zum Flughafen. Beide waren sauber. Das Haus wurde zum Mittelpunkt der Ermittlungen. Eine sorgfältige Durchsuchung des Schlafzimmers brachte eine merkwürdige Entdeckung hervor. Eine Karte der Region mit 37 Markierungen. Sie schienen sich um den Bereich zu gruppieren, in dem die Leichen gefunden worden waren. Aber es gab viel mehr Markierungen als Leichen, zumindest bis jetzt. Es ging zum Dachboden. Unter der Isolierung fanden die Polizisten Waffen. Unter den gefundenen Gegenständen befand sich ein 223 Ruger Gewehr, wie das, mit dem Sherry Morrow und Paula Goulding getötet wurden, und ein Revolver mit Holzgriff, der dem von Cindy Paulson beschriebenen ähnelt. Das Suchteam teilte die guten Nachrichten. Das Netz hatte sich um Hansen geschlossen und er wusste es. Aber er war noch nicht bereit zu reden. Die Befragung zog sich über Stunden hin. Ein Geständnis schien nicht wahrscheinlich zu sein. Während die Beweise gesammelt wurden, wurde der Fall weiter aufgerollt. Hansens Freunde und Nachbarn kamen vorbei, neugierig über die Aktivitäten. Sie war fassungslos und legte ein Geständnis ab, das Hansens Geschichte zunichte machte. Sie erzählte, dass ihr Mann in der Nacht von Cindy Paulsons Entführung ein Alibi gegeben hatte. Er hatte gelogen, um seinen Freund zu schützen, ohne zu wissen, wie schwerwiegend Hansens Vorwürfe waren. Der Ehemann rief später die Polizei und zog seine Aussage zurück. Hansens Alibi war damit hinfällig. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Polizisten die bisher belastendsten Beweise. Beweise, von denen Douglas wusste, dass sie irgendwo vorhanden sein mussten. Sie fanden die Halskette von Sherry Morrow und andere Gegenstände, die den toten oder vermissten Frauen gehörten. Sie hatten Hansens Versteck gefunden. Die Ermittler riefen das Revier an. Obwohl sie Hansen hatten, wollte er immer noch nicht gestehen. Aber sie hatten genug, um ihn im Fall Cindy Paulson zu verhaften. Die Kaution wurde auf $500,000 festgesetzt. Die Ermittler hatten nun Zeit, ihren Fall gegen Hansen als Serienmörder aufzubauen. Sie riefen das frühere Opfer an, ob sie noch aussagen würde. Zu diesem Zeitpunkt glaubten sie, dass er 11 Frauen getötet hatte. Ich war immer interessiert, ein Zeuge zu sein. Sie hatten wirklich das Gefühl, dass sie mich brauchen könnten, weil er nicht gestanden hatte. 3 Punkte auf der Karte, die in seinem Schlafzimmer gefunden wurde, stimmten mit den Fundorten der Leichen überein. Ein weiteres X markierte den Ort einer Leiche, die die Polizei Jahre zuvor gefunden hatte. Die übrigen Xs markierten vermutlich die Gräber weiterer Opfer, Dutzende von ihnen. Der Blick auf die Karte war abschreckend. Denn wir glaubten der Karte. Die Karte war eine Leichenzählung. Soweit es uns betrifft, hatte der Mann den Überblick behalten. Er hatte keine Zeitungsausschnitte. Er hatte die Karte. Als die Polizisten glaubten, sie hätten genug, um Hansen wegen 4 Morden zu verurteilen, konfrontierten sie ihn und seinen Anwalt mit den Beweisen. Hansen konnte sie nicht widerlegen. Er konnte sich nirgendwo mehr verstecken. Schließlich war es Zeit. Zeit für Hansen, einen Deal zu machen. Hansen sagte, er würde die Morde gestehen, die bewiesen werden konnten, solange der Prozess nicht publik gemacht würde und seine Familie in Ruhe gelassen würde. Er verlangte, außerhalb Alaskas inhaftiert zu werden. Im Gegenzug für nur 4 Verurteilungen willigte er ein, den Polizisten zu zeigen, wo weitere Leichen vergraben waren. Die Ermittler überbrachten dem Opfer die gute Nachricht.
Sie sagten, dass er gestanden habe und sie mich nicht brauchen würden. Also legte ich den Hörer auf, als wir mit dem Gespräch fertig waren, brachte meinen Sohn zur Schule, brachte meinen Mann aus der Tür und brach zusammen. Ich fing an zu weinen. Ich konnte nicht aufhören. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Es kontrollierte mich. Ich konnte jede einzelne dieser Frauen sehen. Wie sie starben, wahrscheinlich gejagt wie Hunde, verwundet und dann weitergejagt. In seinem Geständnis beschrieb Hansen, wie er seine Opfer in die Wälder brachte und sie als Beute jagte. In den 12 Jahren, die er in Alaska lebte, hatte er mehr als 30 Frauen vergewaltigt und viele Strategien entwickelt, um sie zu fangen. Wenn er ein geeignetes Ziel gefunden hatte, eine einsame Frau wie Sherry Morrow, freundete er sich mit ihr an und verabredete sich in einem Fastfood-Laden. Wenn es sich um aufstrebende Models handelte, bot er an, für das Fotografieren zu bezahlen. Er kam früh an und blieb in seinem Auto. Auf diese Weise konnte er sicher sein, dass die Frau allein ankam und niemand auf dem Parkplatz auf sie wartete. Keine Zeugen. Dann würde er hineingehen und sein neues Opfer treffen. Die eine Hälfte der Handschelle war bereits am Sitz befestigt. Hansen prahlte damit, dass er die andere Hälfte reflexartig um das Handgelenk seines Opfers schnappte, während er nach seiner Waffe griff. Dann brachte er sie nach Hause oder in ein abgelegenes Motel, um sie zu vergewaltigen und zu foltern. Danach verband er ihnen die Augen und fuhr oder flog sie an den Stadtrand, bis er an einem abgelegenen Ort ankam, seinem Jagdrevier. Er hatte die Angewohnheit, mit seiner Beute zu spielen, bevor er sie tötete. Hansen gestand, dass er sich im Sommer 83 einen Plan ausdachte, den er seinen Sommerplan nannte. Er schickte seine Familie weg, damit er seine Opfer nach Hause bringen konnte. Wenn er mit ihnen fertig war, entsorgte er sie in der Wildnis. Am 27. Februar 1984 wurde Robert Hansen des Mordes an 4 Frauen überführt und zu 461 Jahren sowie lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Nach seiner Verurteilung begleitete Hansen Polizisten ins Feld, um weitere seiner Opfer zu finden, die auf seiner Karte dargestellt waren. Insgesamt wurden 8 Opfer gefunden. Einige Stellen auf der Karte blieben unentdeckt. Andere wurden von Bären aufgefressen, die die Überreste verstreuten. Die Ermittler erfuhren nie, wie viele der 37 Markierungen für eines von Hansens Opfern standen. John Douglas zufolge könnte die Karte nur einen kleinen Teil seines Jagdgebiets abbilden. Killer wie Hansen werden mit vielen Frauen in Kontakt kommen, aber Fantasie ist alles. Und sie mögen vielleicht nicht die Art, wie die Person redet oder wie sie sich kleidet, der Stil. Und so treffen sie eine Entscheidung. Die hier wird leben, die hier wird sterben. Ich glaube, dass er für viele weitere Fälle gut war. Und ich glaube immer noch, dass einer der Gründe, die ihn dazu brachten, nach Alaska zu gehen, darin bestand, dass er vor früheren Morden floh. In den Vereinigten Staaten sind schätzungsweise 35 bis 50 Serienmörder aktiv. Durch Profiling sind sie leichter zu erkennen und zu fassen. Jedes Mal, wenn ein Serienmörder gefasst wird, erfahren die Ermittler mehr über seine Beweggründe, was es einfacher macht, den nächsten zu fassen.